Seite, wo ich viel singe, wo ich mehr singe, geht es mir nicht nur seelisch, psychisch gut. Ich merke Freude, ich merke Lebendigkeit, aber auch körperlich merke ich ganz, ganz einen grossen Unterschied. Ich bin Sabina aus Dolphy und ich arbeite als Stimmcoach und als Sängerin. Das ist meine ganz grosse Leidenschaft, seit ich sehr jung bin. Und ich habe sehr früh gemerkt, dass wenn ich singe, geht es mir eigentlich gut. Singen ist nicht nur einfach, ich mache etwas in meiner Freizeit, ein Hobby. Singen ist ganz eine grosse Medizin. Und wenn ich singe, wenn ich da mal es ist nicht nur ein schöner Ton. Ich mache wie etwas auf und ich erlaube, diese Emotionen wieder zu fliessen. Der Fluss ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Alles, was nicht mehr fließt, macht uns krank. Wir leben hier in einer Gesellschaft, die sehr stark beschäftigt ist mit dem Kopf. Wir verlieren den Bezug zum Körper. Und wenn wir den Bezug zum Körper verlieren, dann kommt Angst, kommt Unsicherheit. Eine wunderbare Methode, um wieder die Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit zu haben, das nicht von außen kommt, sondern von innen, weil dort ist die wahre Sicherheit, besteht, indem ich meinen Körper wieder anfange, wahrnehmen und spüre. Ich habe Beine, ich habe ein Becken, wow, ich habe eine Wirbelsäule, ich habe einen Rücken. Und wenn ich singe, komme ich das wieder über. Die Atmung ist zentral für unser Wohlbefinden. Und nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele, auch für den Geist, auch für unser emotionales Wohlbefinden. Und sobald wir anfangen zu singen, gibt es eine Expansion von Lungenflügeln, von Lungenlappen, die wir eigentlich normalerweise gar nicht benutzen. Und das tiefe Schnaufen ist für unser Nervensystem sehr, sehr wichtig, um unser Nervensystem zu balancieren und ermöglicht uns zu zentrieren. Die Menschen, die regelmässig singen pflegen, fangen an, auch mehr Mut im Alltag mit der eigenen Stimme zu haben. Und es ist ganz ein grosses Thema. Wie oft will ich etwas sagen, das für mich nicht stimmt oder für mich stimmt, und ich kastriere mich da, den Impuls, die Intuition oder das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, um zu sagen, hey, ich bin nicht einverstanden. Das finde ich wirklich nicht korrekt. So oft aus Angst wird das kastriert, der Impuls. Und das bringt unseren Kehlkopf zu einer Erstarrung. Je mehr ich mich befreie, je mehr ich in den Mut hineingehe, zu öffnen, auch das Maul öffnen. Wir können singen und Halleluja, Halleluja, habe ich eine Wirkung. Halleluja, Halleluja. Ich merke gerade, wenn ich das Maul hier öffne, geht die Vibration runter. Wenn ich das nicht mache, kann ich singen, aber ich bleibe in einer sicheren Situation, dass ja die Vibration nicht in mich hineinfließt und vielleicht dann merke, wow, ich habe eine Kraft da rein, oder ich habe etwas zu sagen, oder ich habe eine Wut, oder ich habe eine Freude, die ich ausdrücken muss. Es lohnt sich, vor allem wenn man ganz grosse Angst hat vom Singen, dann würde ich sehr neugierig werden. Dann könnte etwas ganz, ganz kostbar unter dieser Angst sein, weil es ist meistens so. Dann gibt es einen grossen Schatz zum Entdecken.